Einen wunderbaren guten Abend zurück bei GTA Online mit dem Shadowrunner, dem Fjalk und dem Stormy. Grüße. Hallihallo, Ah, schön. Hallöchen. Also, für Bacon gilt generell die Regelung, nicht aus dem Spiel raus haben. Da braucht der Computer mal kurz und Nicht wieder. weglaufen, ich brauche Nähe zum CEO. Ja, Gib uns Nähe, Geld, gib uns Geld, gib uns Geld. Die aber Nähe Nähe halt. gibt. Also Nähe heißt nicht, dass du kannst gerne die 1,50 Meter Abstand wahren. So, Stormy, was müssen wir denn jetzt noch machen? Wir müssen unter anderem, also wir haben ja beim letzten Mal schon Equipment gesammelt, und zwar den Schneidbrenner. Genau, der das wichtigste Equipment ist. Wir haben jetzt Was? noch insgesamt drei Equipment-Missionen übrig, von denen wir allerdings nur zwei dringend brauchen. Die Schneidladungen brauchen wir überhaupt nicht. Dann Wir machen wir doch können sie der Vollständigkeit halber Set-Kombination. machen, wenn ihr sie sehen wollt. Wenn Ja, ihr es schauen. lassen wollt, dann ist es egal. So, Set-Kombination. Shadow, du musst jetzt, glaube ich, einfach so rausgehen. Ja, ich warte schon hier vorne auf dem U-Boot, dass er Fjalk. einsteigen kann. Hallo. Hallo. Da werde ich rausgeschmissen. Hi, Stormy. Hi. So, Fjalk, kannst einsteigen. Ja, das muss. Ich glaube, dein Hubschrauber ist mal abgeschlossen, bevor du da drin sitzt. Wie starte ich den Hubschrauber nochmal? Ah, das passiert W-Taste automatisch. oder rechte Ja, Schultertaste? rechte Schultertaste. Passiert dann automatisch. Das war, glaube ich, gerade, weil der Fiat noch eingestiegen ist. Da wollte er warten. Gut, wir müssen zum Casino. Yep. Da komme ich doch gerade her. So ein Quatsch. Ja, könnte ein Plan von letzter sein, ne? Können wir nicht mit dem U-Boot dann irgendwie durch die Kanalisation und am Casino rauskommen? Also Fakt ist, wir könnten tatsächlich Bacons U-Boot am Del Piero Pier unten auf Grund setzen, auf den Strand fahren und die Funktionstüchtigkeit des U-Boots wäre in keinster Art und Weise eingeschränkt, außer dass es halt nicht mehr fahren kann. Und dann hätten wir den kürzesten Weg einfach ständig, also der Bacon zumindest, der müsste sich dann nur mit dem Hubschrauber drüber fliegen, reinporten, fertig. Alles easy. Ja, aber Und also es kostet dich auch nichts, wenn das passiert. ja, aber so weit ab vom Schuss ist es jetzt ja auch nicht. Also die meisten Sachen sind hier in der Stadt, oder? Ja, die allermeisten Sachen. Aber du wirst dich wundern, das macht ein paar Sekunden Unterschied tatsächlich jedes Mal. Ja, Ja. wir haben ja keinen Stress hier. Ja, ich wollte es nochmal gesagt haben einfach. Ist ja noch Ach, hell draußen. du hast ja immer noch Emoji-Maske auf, Junge. Ja. Ist ja schrecklich. Ich war noch nicht zu Hause, konnte mich nicht umziehen. Ah, ich kann auch auf dem Casino landen, Ja. ne? Das kannst du. Also Also ist der Hubschrauber danach noch da? hat Ich das. würde unten landen an Okay. eurer Stelle. Also wenn ich So, dann oben lande, ist mein Pavels. Hubschrauber danach mal weg. Warte mal, ich schaue mir Pavel an. Der Sparrow bleibt, wo er ist, Fjalk. Der wird nicht despawned. Okay, Pavel hat einen lilanen Anzug an und ein Das Cappy, wenn ich das richtig ist sehe. nicht Pavel. Pavel ist unser Verbündeter auf der Kosatka und Ja. der Ja, Dude, aber den wir er finden hat wollen, einen sieht so aus. Bildanhang, ja, gesetzt. Ein Typ mit einem lila Jackett und einem Cappy auf. Ja, Also ich wenn du habe. ihn. Okay, egal. Ich habe überhaupt nicht zugehört. Wo finden wir den Du denn? hast ein Das ist der Foto. Sicherheitschef. Hast ein Es Foto könnte geschickt sein, dass bekommen. der Shadow jetzt wieder ein Problem hat, weil er kein Penthouse hat, by the way. Es sei denn, es läuft über dich, Bacon, und wir können einfach mit dir mitgehen. Also, das geht jetzt auch nämlich wieder über den Aufzug. Wir müssen auf die Penthouse-Etage. Ich weiß nicht, ob der Shadow jetzt gleich direkt mitgenommen wird oder ob er die extra Route gehen muss für die, die keinen Penthouse haben. Wir werden es gleich sehen. Also, es gab keine Auswahl, von daher denke ich mal, wir landen da, wo wir hin sollen. Nee, noch nicht. Ne, wir sind auch nicht. Ich drehe mal eben einmal ganz kurz. Tut mir leid, das muss mal eben Das sein. geht nicht während der Mission. So, okay. Sorry, habe ich auch schon versucht. Okay, ich hoffe, der Shadow darf einfach reinlaufen. Auf jeden Fall gehe ich gerade in einen Aufzug rein. Okay, dann ist alles gut. Weil wenn man kein Penthouse hat, wie ich auf meinem Secondary Char, dann hat man tatsächlich eine etwas andere, einen etwas anderen Ablauf hier. Man muss erst in die Parkgarage und sich einen Sicherheitsausweis holen und dann wieder hochkommen. Bisschen Okay. beknackt, aber gut. So, Das wäre dann. schrecklich. Ich habe noch Ja. Lade. Jetzt gut. Ist alles wieder.
Ich empfehle einmal ganz kurz nur Schalldämpfer. Mehr sage ich erstmal nicht. Ihr könnt jetzt suchen. Weil ich hatte so lange keine Waffe mehr ausgerüstet. Ich brauche ja vermutlich nicht die dickste Bombe. Nee, überhaupt nicht. Meine dickste Bombe hat. Wir suchen. Ich glaube, ich hab gar nichts mit. Doch, warte mal, hier habe ich was mit Schalldämpfer. Ist der hier? Kann man in die Räume auch rein, oder? Nee, wir können nur in den Raum rein, in den wir rein müssen. Wir müssen den Raum suchen mit dem halben Platoon an Sicherheitsleuten vorne dran, wie Pavel sagen würde. Ich hab sie gefunden. Okay. Ich kämpfe heute mit Pistole, weil das war die erste, die ich mit Schalldämpfer gefunden habe. Das war nicht leise, sind oder? Denn alle? Oh, du hast also nicht leise gemacht. Okay, dann wird's ja lustig gleich da drinnen. Viel Spaß beim Reingehen. Hier müssen wir rein, oder was? Nee, ja. Hier. Achso. Achso, keine Ahnung. Also da, wo ich gerade war. Oh. Okay, Entschuldigung, ich habe ihn instant gefunden. Ich wollte mich nur in einem Raum verstecken vor den Kugeln. Ich habe nur einen schwarzen Bildschirm. Oh. Darf ich nicht auf Unschuldige schießen, soll denn das? Ja, aber Stormy hat ihn schon, oder? Ja, ich hab ihn schon. Ihr könnt trotzdem noch schnell die Leute hier wegkillen. Die bösen Maps. Dann führe ich euch zu ihm. Ich merke schon, der Bacon hat Bock, wenn er hier mit der Mini-Rückgun durchrennt. Okay. Ich sehe keine roten Kringel mehr. Ja, dann folgt mir mal. Aber ich hatte extra vorhin eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer genommen, eigentlich. Da rein. So, damit ihr mal gesehen habt, hier liegt eine Sicherheit. Nicht da anfassen, nicht da anfassen! Was macht denn da? Ich hab mir bestimmt in der Unterhose versteckt. Was? So. Und jetzt gehen wir wieder raus. Gut. Wieder zu den Aufzügen. Ich glaub nicht, wo wir sind. So. Endlich wieder Ladebalken. Und die eine Woche hat noch gelebt. Okay, wir haben 2 Sterne. Wenn ihr einen Tipp wollt, wenn ihr euch jetzt einfach mal in die Luft sprengt oder sterbt, seid ihr sofort den Fahndungslevel los und die Mission ist geschafft. Ach, das ist wieder langweilig. Bacon, wie viele passen in deinen Hubschrauber? 2. Shadow, komm mal bei die Mama. Steig ein, warum steigst du nicht ein? Dämlicher Idiot. Tschüss. Also ist eigentlich eh nur wichtig, dass ihr zwei den Fahndungslevel loswerdet. Beziehungsweise ihr könnt auch einfach zur Kosatka fliegen, wenn ihr nicht gesehen werdet. Könnt ihr rein und alles ist gut. Ich hab hier Bullerei im Arsch. Ja, okay. Ist okay. Oh, da war eine Laterne im Weg. Im Arsch, ja. Hätte ich was gesagt. Ja, ich kann vielleicht wieder aufsammeln. Ich will nur eben kurz den Fahndungslevel loswerden. Ich weiß nicht, ob der Kerk das überlebt. Könnt ihr mich vielleicht nicht anvisieren, danke. Hey, kann hier mal einer anhalten? Ich bin auf der Flucht. Fjalk ist gestorben. Nein, aber das ist in Ordnung. Diese komischen Leute, die wollen einem nie helfen, wenn man ein Auto braucht. Da fehlt mir jetzt deins. Was ist jetzt davon? Einfach aus Prinzip. So, Fjalk, wo bist du? In dem Auto. Ich fahre gleich in Richtung Westen. Dann bleib mal stehen. Ich versuche dich da gleich einzusammeln. Ich habe keine Sterne mehr. Du ja auch wahrscheinlich nicht, weil du ja gestorben bist. Stormy, hast du noch was anderes abbekommen? Oder war das die eine Laterne, die dich so... Das war tatsächlich die eine Laterne. Wow. Der Sparrow hält tatsächlich nicht sehr viel aus. Dafür ist er halt sackschnell und hat unendlich viele Raketen. Ja, wie in der Realität. Oh Mann, warum muss denn die Kosatka so weit weg sein? Hä, wieso steige ich denn aus? Weiß ich auch nicht, warum schießt du auf den Hubschrauber?
kann nicht mehr einsteigen. Ich kann nämlich fliegen. Halt das ich jetzt kann... noch aus, die paar Meter. Ich kann nicht mehr in den Hubschrauber einsteigen. Ist er noch markiert auf dem Radar oder ist er weg? Nee, der ist weg. Dann ist er kaputt schon. Das heißt, kann ich den mir auch gleich wieder neu rufen? Ja, in 2 Minuten Cooldown. Puh, wir haben es gerade noch so geschafft. So. Oh. Danke. Das war keine Absicht, was? Echt mal. Gut gemacht, Tommy. Wie komme ich denn jetzt nach oben? So. Weißt ist ja wenigstens man, gestorben. Nein, da will man nur abheben und wieder an den Strand fliegen, um sich den Sparrow neu zu spawnen und bleibt am Shadow hängen und stürzt deswegen ab. Man sollte ja nicht meinen, dass der Shadow so viel Masse bietet, dass der Hubschrauber dadurch aufgehalten wird. Ich habe jede Menge Masse. Ich merk's schon, ey. Ah, herrlich. Vor allem wie stumpf auch einfach, ey. Mann. Nein, so, gucken. Ah. Krass. Der komische Kombi ist genauso schnell wie mein Sport. Ja, hier. Das wundert mich auch gerade. Was ist das für ein Kombi? Ich hoffe, ich werde vor allem bald mal die Sterne los. Ihr habt immer noch Sterne? Nein, ich habe wieder. Hast du die, weil du den Wagen geklaut hast oder weil du es in die Luft gesprengt hast? Wegen der Explosion. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, weil ich hab den nämlich vor dir geklaut eigentlich. Also Doppelklauen geht ja nicht. Ja, das erklärt auch, dass der da so komisch an der Seite stand, ja. Okay, so, warte, dann, wen muss ich nochmal anrufen, um für meinen Helikopter? Ich vergesse das nochmal. Du musst über das Interaktionsmenü das machen. Und das wäre echt cool, wenn du gleich, bevor du die nächste Mission startest, wirklich mal kurz ans Del Piero Pier runterfahren könntest. Dann ist der Weg nicht so lang. Ich habe bereits angeblich einen aktiven Kasatka. Ach nee, ich habe gar nicht den U-Boot. Ja. Beim U-Boot bin ich drauf. Ja, und ich hole gerade meinen Sparrow wieder, nachdem ich ihn versenkt habe. Fjalk, wo bist du denn gerade? Am Strand. Okay, dann bist du der Punkt. Oh nein, ich habe den Bug mit der Karte, verdammte Scheiße. Dann bleib da mal stehen, Fjalk. Am besten irgendwo, wo ich gut landen kann. Also das Problem bei meinem Sparrow war außerdem, dass wir jetzt aus dem Casino rauskamen. Mein Sparrow war da schon eh halb kaputt, weil keine Ahnung, was da los war. Ich würde dir empfehlen, deinen Sparrow niemals auf der Straße zu parken, ja. Weil du kennst die NPCs hier im Spiel und der Sparrow hält nicht so viel aus, wie man denkt. Also die rammen das Ding einmal und dann ist, ja. Vorsichtig. Feierabend. Vorsichtig. Achtung, Tankstelle. ja. Gut. Ja, erstmal Lohn bekommen. Für nichts machen. Bin echt. Was? Ich sehe gerade, ich wurde auch angeschossen. Ah, die verschwinden gerade, die Flecken. Ja, die Zeit wurde irgendwie gefühlt ganz schön reduziert, wo die brauchen zum Verschwinden. Ja, für mich wäre immer wichtiger blaue Flecken im Gesicht. Aber das ist ja jetzt egal mit der Maske. Achtung, Becken im Anflug. Ja, ich bin schon weit weg. Just in case. Ja, Geralt, du bist nicht Geralt Azamor, dann brauche ich deinen Anruf nicht annehmen. Wie gesagt, fahr erstmal bitte kurz runter zum Del Piero. Ja, mach ich. Ja. Also der Weg hier hoch ist doch ein bisschen weit. Ja, ich mach das eben fix über die Schnellreise. Ja, ich habe schon Nähe zum CEO bekommen, obwohl der gar nicht da ist. Das CEO ist. Er ist zumindest jetzt auf dem Schiff. Ping plong, da bin ich. So. So. Ja, Penthouse Party war gut, danke.
Schnellreise. Guten Tag. Wo nach Pacific Bluff wollen wir, ne? Also unten auf die Ecke praktisch zwischen Flughafen und Del Piero Pier. Ich guck mal kurz, das ist, glaube ich, da das. Ja. Ach, Vespucci Beach, ja. Ja, genau, genau. Das habe ich gerade nicht im Kopf gehabt. Ja. Ich warte hier schon gerade, damit ich den Shadow wieder in Empfang nehmen kann. Das ist ja nett. Und dann schaffen wir jetzt die nächste Ausrüstungsmission. Also die, wo wir das gar nicht brauchen, da würde ich sagen, können wir weglassen. Okay, dann ist es der Plasmaschneid. Nee, Quatsch. Was ist es? Der Fingerabdruckscanner, glaube ich. Achso, okay. Da bin ich. Hallo. Ja, ich sehe gerade, wie es hier auftaucht. Stelle ich mich schon mal auf die Nase von dem U-Boot. An der Nase eines U-Boots erkennt man. Ach nee, egal. Fingerabdruck. Ja, ein langes Rohr. Ich bin am Strand erschienen. What? Gib dich zum Lagerhaus. Okay, ich hol dich ab. Bin nur ganz normal rausgestiegen und dann, ne, war ich am Strand. Mein Bein steckt im Hubschrauber. So. Sag mir aber nicht, dass ihr irgendwo da. Wow, warum bin ich denn da oben erschienen? Was? Weil das kommt. Okay. Geht ja online. Vielleicht ein Bug. Ich hol dich. Nein. Das spart Zeit, dann bist du schon mal fast da. Ich renne dir entgegen. Ja, renn mir mal entgegen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ey. What the fuck? Warum schäumt das Wasser eigentlich so? Ah, das sind nur ein paar Chemikalien. Willst du viel, spülen mit Priel. Ja, wirklich. Ah, es sind gar keine Jamaika-Flaggen, es sind Prielblumen auf seinem U-Boot. Genau. Kennt ihr auch die Werbung? Die baden gerade ihre Hände drin. In Geschirrspülmittel in Priel. Oh Mann. Ja. Also ich habe sehr viel Kontakt mit Spülmittel und ich muss mal sagen, ich hatte schon mal schönere Hände. Oh. Ja, dann spült ihr nicht mit Priel. Das wäre, glaube ich, auch zu teuer auf Dauer. Ja, vielleicht. Suchst du wen oder warum fliegst du so langsam? Weil Storm ja gerade noch einen Shadow abholt. Achso. Na gut. Ja, das wäre scheiße jetzt die ganze Action ohne den Shadowski. Ja, nee, genau. Deswegen mache ich halt gerade ein bisschen so einen Sightseeing-Flug. Ah. Weißt du was, Shadow? Beim nächsten Mal bleibst du einfach direkt sitzen und wir warten, bis er die nächste Mission gestartet hat. Wow. Dann passiert sowas nicht nochmal. Nein, bei mir im Heli meine ich. Nicht, du bleibst Berg. Jetzt, ja, genau. Nicht auf dem Berg hier oben im Norden, das nicht. Bloß nicht. Du bist mir ja wirklich entgegengelaufen. Ja, natürlich. Ich lande hinter der Leitplanke, ich habe Angst vor den Autos. Oh, Bratwürstchen, geil. Ach nee, noch. Dann. Wenigstens gibt es im Wald keine Laternen. Nur Bäume. Wir könnten noch eine Runde Basketball spielen. Ich wollte gerade sagen, das habe ich. Kann man überhaupt Basketball spielen? Den habe ich noch. Ich glaube nicht. Nee, nur Tennis, Golf und irgendwas noch. Aber ich habe die, glaube das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich diese Plätze da sehe. Nach 5 Jahren immer noch was Neues zu entdecken. Geil. Ja. Geht mir regelmäßig so im GTA. Aber, also aber zumindest. Nicht doch. Zumindest habe ich doch eine Zeit lang in der Singleplayer-Dingens da unten gewohnt. Genau da. Ich flieg mal noch nicht näher ran. Das ist nett. Nicht, dass du da irgendwas triggerst. Da würdest du nichts triggern. Außer ein bisschen Gequatsche von Pavel. Ja, das will ich ja hören. Hört ihr das denn eigentlich? Ich höre es nämlich nicht die ganze Zeit. Ja, doch. Okay. Ich habe meine Dialoge, hatte ich auch in der letzten Sitzung schon sehr, sehr leise. Wenn da unten nicht zu hören, aber es ist ja Untertitel. Ja, genau, wenn Untertitel da sind, dann höre ich ihn auch. Es ist nicht so, dass er die ganze Zeit da irgendwie vor sich hin blubbert oder so. Immer wenn ich den sehe, denke ich an den Russen aus, wie hieß der Film mit Bruce Willis, Asteroid zerstören. Achso, Armageddon.
Ja. Armageddon, genau. An den russischen Kosmonauten, denke ich, wenn ich Pavel sehe. Er holt dann seinen Schraubstock raus, schlägt auf den Sachen rum, die kaputt sind, und repariert sie so. Ja, das macht Pavel auch, wenn man den ein bisschen beobachtet, während er im Idle ist. Und aussteigen. Oh. Ja, ich bin jetzt gerade eben ganz langsam rangeflogen. Wir müssen irgendwo den Stromkasten Genau. finden. Ihr könnt so viel auf die Kameras schießen, wie ihr wollt. Da passiert gar nichts. Ich weiß nicht, warum das gesagt wird. Aber das funktioniert nicht. Ihr müsst den Stromkasten finden. Ja, okay. Jetzt ist es zu spät. Dann viel Spaß da drin. Ich warte hier draußen. Aha. Gut, wir müssen jetzt nicht mehr leise sein. Ja, weil ihr gesehen wurdet mit der Kamera, von der Kamera. Nee, dann brauche ich ja nicht mehr die Pistole mit der... Weder eine Kamera noch sonst was. Ich habe Kameras gesehen, deswegen... Ich habe die eine halt auch abgeschossen, aber die andere hat den noch nicht abgeschossen. Und ich glaube, die hat den Ferg erwischt. Aber sind die Sachen drin, die wir noch brauchen? Vorsichtig. Ah, ich gehe mal an den Computer. Ich kann erstmal auf den Computer einschlagen. Hacke den Laptop. Oh. Oh, Fehler. Musst du gerade einen Hack... Ah, okay. Ja. Was für eine Hack-Aufgabe ist es? Buchstaben im richtigen Moment klicken, die immer von oben nach unten gehen. Ah, Guitar Hero. Oh. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Nein. Hi, Stormy. Hoi. Ich will mal die Polizei. Ist da noch ein Platz bei Ihnen frei, hübsche Frau? Wenn wir gleich in dem Archiv sind, kann ich euch ganz kurz mal auf zwei nette Easter Eggs aufmerksam machen, die sich da drin verstecken. Weil ich hatte ja gemeint, dass Caio Perico zugeschissen ist. Ja, ich habe gesehen, dass da ein Haus ist, aber... Ach, hast du das Haus gerammt? Nein. Ich bin elegant vorbeigeflogen. Aber ich konnte es anfassen. Ja. Da weise ich schon mal darauf hin, wenn du von Easter Eggs sprichst. Während diese Folgen hier rauskommen, da läuft auch ein anderes Let's Play bei mir, It Takes Two. Da ist ein nettes Easter Egg zu A Way Out drin, also gerne zuschauen. Kommen wir da wieder raus? Nee. Also ich meine, Vorsicht, Shadow Shop. Kameras, mach sie kaputt. Wow. Hast du gerade gesagt, warte, Schatz? Wo seid ihr denn? Hier unten. Ich sehe gar keine Kameras. Ja, jetzt habe ich sie abgeschossen, nachdem du reingelaufen bist ins Sichtfeld. Dann kommt mal rein. Ja, ich glaube, wir können gleich nicht mehr mit dem Helikopter zurückfliegen. Ach, wir kommen da raus. Okay. Du musst nur ein Stück bisschen rückwärts fliegen, dann schon. Was ist hier los? So. Das ist das Auto vom A-Team. Bevor es jetzt einer von euch aufnimmt, darf ich euch ganz kurz auf drei Easter Eggs hier im Raum aufmerksam machen. Auf drei schon. Erstens, du hast gerade eben schon gesagt, A-Team, erkennt ihr diesen Wagen noch? Es ist lange her, aber kennt ihr den noch? Ja, ja. Da fehlt aus einem der Streifen. Ganz alten Heists, wo man diesen Wagen gegen einen selben Wagen in Weiß austauschen musste. Ja. Der hatte seit diesem Heist keinen Auftritt, dieser Van. Nur mal so zur Info. Auch in einer meiner Garagen. Zweites Easter Egg, für die, die vielleicht den Singleplayer gespielt haben, dieses Teil, was hier liegt, habe ich nicht gespielt. Das ist eines von 50 Raumschiffteilen, die man als Collectible sammeln muss im Singleplayer. Auch zum ersten Mal wiederverwendet seitdem. Und die Figur da hinten auf dem Bild, auf dem Tisch, die kennt ihr, glaube ich, oder? Ach, der ist doch von. Ja. Bloß nicht. Trevors Figur? Trevor und Ganz genau. Man weiß, weiter wäre ganz schlimm oder so. Ja, das sind drei Easter Eggs hier drin. Ja, cool. Schade, dass man zum Auto nicht auswandert. Ich habe die Karte, ja? Genau, das heißt, du bist derjenige, der auf jeden Fall ins Ding rein muss, ins U-Boot. Ja. Das war jetzt eine spannende Vorbereitungsmission. In ein Gebäude reinlaufen und wieder rauslaufen. Hier kommen so Autos, die sind böse. Ja, ihr solltet flüchten. Das kleine Problem ist, dass unser Helikopter ein bisschen, dass unser Helikopter so ein bisschen ungünstig unter der Brücke steht vielleicht. Ja, aber nur vielleicht. Ich sehe es gerade. Warte mal, ich steig zuerst ein. Wenn der noch fliegt, dann hol ich ihn da raus.
Du kannst ja deinen neuen Sparrow schon mal spawnen. Ach, das geht. Jetzt einfach nur ein Stückchen zurück. Ja. Ach, die sind oben drauf, oh Gott. Ja, siehst du. Ja, solange wir nicht in der Luft kommen, kann uns jetzt eh nichts mehr passieren. Achso, ich muss jetzt zum U-Boot. Genau. Was mir auch auf der Karte angezeigt wird. Dafür muss ich, ja, ich muss ein bisschen vorsichtig fliegen. Und nicht mein Apartment rammen, bitte. Hui. Mann, zieht ihr eine Rauchschwade hinter euch her, ey. Ja, damit du uns leichter folgen kannst. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Brauche ich nicht. Hier geht's bestimmt auch im Bund. Ja. Ah, leider nicht. Ich glaube, da hatten gerade die Rotoren einen kleinen Aussetzer mal ganz kurz. Ich fange schon mal an, ein bisschen zu bremsen. Da! Oh, mal schauen, ob ich Stormys Hubschrauber wieder versenken kann. Was? Mal schauen, ob ich deinen Hubschrauber wieder versenken kann beim Aussteigen. Nö, du bleibst jetzt sitzen. Du bleibst jetzt sitzen. Na gut. Das war alles knapp. Gut. Das war so kalkuliert. Ich gut, könnte das ja heißt, das U-Boot jetzt versenken. Nein. Die Kufen sind magnetisch. Das heißt, die Ausrüstungsmission haben wir jetzt eigentlich soweit fertig. Das ist korrekt. Dann kommen wir doch gleich zum nächsten Teil der Aufgaben. Ich laufe eben an den Tisch. Wir stehen. Ah, egal. So. Was möchtest du als nächstes machen? Vehikel, Sabotagemission oder... Waffenarsenal gibt's. Genau, die müssen wir auf jeden Fall machen. Nein, Quatsch, nicht die. Von den Missionen müssen wir nur die Panzerungen machen. Die anderen sind optional. Schalldämpfer stehen da allerdings Dollar hinter. Achso, das! Kosten. Ach, Waffenarsenal. Okay, ja, wir müssen... Die Schalldämpfer musst du kaufen, da musst du einmal 5000 vorstrecken. Ja. Und dann ist es dir überlassen, welches Waffensetup wir mitnehmen. AP-Pistole und Scharfschützengewehr sind relativ gut. Reichen also völlig aus. Müsste, glaube ich, die vierte Option sein. Ich habe jetzt irgendeine. Mal gucken. Vielleicht haben wir sonst andere Waffen, ist halt so. Ja. Zum Meerübers Hauptquartier sollen wir uns begeben. Na toll. Wie müssen wir die klauen oder holen wir die jetzt mal ab? Und die wichtigere Frage ist mein Helikopter heile? Ja, scheinbar. Ja, der ist immer heile, wenn du reingehst. Wir müssen jetzt. Was ich den letzten Verfügung gemacht habe. Wir müssen zum Meriwether Hauptquartier und gleich eine Valkyrie verfolgen. Die dürfen wir noch nicht abschießen, die müssen wir nur verfolgen. Die abschießen? Die dürfen wir erst abschießen, wenn sie da angekommen ist, wo sie hin will, damit wir wissen, ja, wo die Waffen sind. Ich habe noch Platz in meinem Hangar. Verrat doch nicht alles. Die können wir doch mitnehmen. Nicht getroffen. Da. Müssen wir irgendwie Abstand zu dem halten oder ist das egal? Nein, das ist egal. Ich sehe die aber gar nicht. Die ist hinter uns. Auch nach hinten schauen sehe ich nichts. Ja, ich sehe ihn jetzt. Ich stelle mal sicherheitshalber die Waffe um. Damit du nicht aus Versehen drauf schießt, wa? Tommy, flieg doch mal langsamer, damit wir die Valkyrie auch mal sehen, bitte. Ach da, der kleine Schwarze. Die sehen wir jetzt ja gleich. Ich bin doch schon mal so grob hier oben hingeflogen, wo sie gleich vorbeikommen wird. Hier können wir jetzt warten.
Ich sehe sie da hinten schon blinken, den Bacon und die Valkyrie. Ja, ein ganz kleines Blinken sehe ich auch. Die haben aber Zeit. Ja, die haben übel Zeit. Deswegen bin ich schon mal ein Stück hier vorgeflogen. Es ist mir immer ein bisschen zu nervig, der Valkyrie hinterher zu fliegen. Soll ich mal schauen, ob ich es schaffe, mit einer ungelenkten Rakete neben die zu schießen? Mach's besser nicht. Die Mission fängt sonst von vorne an. Ja. Also sie ist sofort gescheitert und musst nochmal von vorne anfangen. Darfst du erst attackieren, wenn wir da sind. Das war ein dicker Mond. Ach, da seid ihr. Siehst du sie? Shadow? Da ist sie. Jo, jetzt. Okay, wenn sie hier ist. Fällt ja auch gar nicht auf, wie wir da hier rumfliegen. Zufällig denselben Weg. Ey, fliegt die betrunkener? Die schlittert ja. Die schlingern ja mehr als wenn ich, als ich. Auch mehr als ich? Macht er noch einen U-Turn. Sobald der Symbol von blau zu rot wechselt, dürfte er sie abschießen. Ich habe nichts zum Schießen. Ich auch nicht. Ich kann noch nicht mal eine Waffe ziehen. Was soll denn das? Also der Bacon darf abschießen. Theoretisch. Die Schrumpfflugzeuge. Oder das eine, weiß ich nicht. Bin jetzt mal gespannt, ob wir da alle rein müssen. Ach. Oder ob einer von uns reicht. Zone, ja. Ich lade. Ich will. Ja, aber ich setze den Shadow noch ab, damit er das auch auf jeden Fall mitkriegt. Ich will der First Avenger sein. Wo komme ich denn hier rein? Da, wo das Geld leuchtet. Nein, das ist, wow. Da hat jemand hingepinkelt. Müssen wir alle? Weiß nicht. Geht nicht.